Herzlich willkommen hier zurück bei Republic of Pirates, meine lieben Freunde. Wir sind immer noch auf der Insel Ira de Dios, die wir beim letzten Mal erobert haben. Und ich werde jetzt hier für sehr, sehr teuer Geld meine beschädigten Schiffe entbeschädigisieren. Also wir reparieren sie. Wir werden jetzt hier auch noch weitermachen, um jetzt hier diese ganzen Lehmvorkommen nicht nur für uns zu okkupieren. Ihr seht, wir brauchen ungefähr... Ja, wir können es nicht so hundertprozentig sagen. Ich schätze mal, es wird auf 30 Sekunden hinauslaufen. Wir werden sehen, die Produktionseffizienz ist noch lange nicht am Ziel. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier die Ziegelei... Oh, die Ziegelei ist nicht besonders groß. ...setzen. Ich glaube tatsächlich, dass ich die Ziegelei einfach hier reinsetze. Das Dumme ist jetzt halt bloß, ihr seht, dass wir dadurch jetzt hier in eine Krisensituation hineinrutschen. Die wir aber damit bekämpfen, indem ich jetzt hier meine kleinen Piraten von einfachen Hilfsarbeitern zu Lohnarbeitern aufwerte. Und ich will natürlich trotzdem gucken, dass ich jetzt hier die gesamten Lehmvorkommen so schnell wie möglich jetzt hier für mich vereinnahmen kann. Deswegen leveln wir die hier. Oh, und jetzt haben wir auch die Wildschweinhütte freigeschaltet, weil wir genügend Lohnarbeiter ab jetzt angeheuert haben. Ausgezeichnet. Die normalen brauchen wir hier auch fast gar nicht mehr. So, wir haben die Metzgerei. Die Metzgerei und auch ein Lagerhaus. Und auch den Ausstatter. Oh, die Reparaturstation. Das sind jetzt alles wichtige Gebäude. Ihr seht, ne? Fleisch sorgt dafür, dass wir noch mehr von diesen Leuten hier aufwerten können. Also von den Lohnarbeitern und Kleidung ebenso. Außerdem zahlen sie dann noch mehr Steuern. Die Frage ist gerade eben bloß, Wildschweine, ja, Wildschweine machen hier Sinn. Also gucken wir mal, dass wir auf dieser Insel jetzt hier irgendwie mal im wahrsten Sinne des Wortes die Kurve kriegen. Und hier hinten irgendwo dann die Wildschweinerei starten. Aber das große Problem ist, dafür brauchen wir halt erstmal jede Menge Ziegel. All diese Gebäude, die ich jetzt gerade eben hier mehr oder weniger angesprochen habe, bekommen habe, die benötigen Ziegel. Das heißt also, wir machen nochmal ein Lehmvorkommen und nochmal eine Ziegelei. Und es hat sogar gereicht von den Arbeitern. Ja, das ist ziemlich ideal. Und da kommt jetzt auch schon der erste Ziegel. So, wie viel macht ihr? Eine Minute. Du machst nur 30 Sekunden. Also jedes von diesen Dingern kann zwei Ziegeleien unterstützen. Das ist großartig. Das werden wir auf jeden Fall ausnutzen. Und wir werden deswegen hergehen und noch mehr von euch jetzt aufwerten. Was fehlt euch denn? Irgendwas fehlt euch. Ah, ihr habt nur 75% Marktplatz hier. Das ist eher mittelgeil. Egal, wir machen nochmal eine weitere Ziegelei, wenn ihr mich fragt. Ich mache noch eine Ziegelei hier hin. Oh, und stimmt, das hatte ich ja völlig vergessen. Ja, es gibt jetzt hier Quests. Also, folgende Situation. ja, wir haben jetzt hier verschiedenste Fraktionen und die wollen uns ständig irgendwelche Aufgaben geben, weil für die sind wir nichtswürdige Piraten. Wir können versuchen, uns mit denen gut zu stellen oder halt auch nicht. Die freien Händler sind noch die neutralsten von den ganzen. Ihr seht, was das neutrale Ansehen bedeutet. Die Eskorten der freien Händlerschiffe greifen uns nicht auf Sichtkontakt an. Sie sind aber offen für Handel. Das heißt also, es gibt irgendwelche random Anfragen, die ich dann beantworten kann und auch sollte, um auch freundschaftlich hochzukommen. Und dann habe ich halt Möglichkeiten, mit denen hier noch bessere Dinge zu tun. Das heißt, ich gebe denen irgendwas. Manchmal ist es Geld, was sie wollen. Manchmal wollen sie Waren. Und dann geben sie mir im Umkehrschluss irgendetwas anderes. Also im Grunde ist es auch so eine Art Schutzgelderpressung, ne? Also ich habe nicht wirklich die Wahl, was ich von ihnen kaufe. Es könnte zum Beispiel sein, dass sie sagen, ja, ich gebe dir 20 Barren Stahl und gibst mir 8000 Gold. Das kann man dann halt annehmen. Dann freuen die sich. Wenn man es nicht macht, dann finden sie einen doof. Dann gibt es aber auch noch jetzt hier die großen Nationen, wie zum Beispiel die britische Westindien-Kompanie. Die sind ein bisschen aggressiver, wie ihr sehen könnt. Also die stellen Forderungen von uns, so alle paar Minuten, um die wir uns kümmern sollten. Und wenn wir es schaffen, die auch freundlich zu stellen, dann ja, greifen die uns halt nicht mehr an. Sie sabotieren uns nicht. Also ich meine wirklich, die schicken Agenten. Und sie schicken uns sogar Flotten,
die dann unsere Heimatgebiete verteidigen, falls wir angegriffen werden. Dasselbe gilt übrigens auch hier für die französische Kompanie der amerikanischen Inseln und last but not least Spanien. Es gibt aber auch noch, dann, wie ihr sehen könnt, Piraten, wie zum Beispiel die Jäger der Karibik, die ich auch auf freundlich stellen kann. Kann man zum Beispiel auch ein Treffen anfragen, das dauert bloß viel, viel länger. Los Guerreros ist genau das gleiche. Und dann gibt es noch die Henkersleute. Natürlich freuen sich auch diese Fraktion da oben, wenn ich diese Jungs hier verprügle. Das kommt auch noch dazu. Also umso mehr ich von denen jetzt versenke, desto mehr freuen die sich. Ich habe also im Grunde die Wahl, stelle ich mich auf die Seite der großen Nationen oder stelle ich mich auf die Seite der Piraten. Ihr seht hier neutrales Ansehen, fahrende Schiffe greifen bei Sichtkontakt nicht an, Schiffe, die Inseln verteidigen, schon. Chance, dass Saboteure geschickt werden, um unsere Gebäude zu beschädigen. Das ist das, was ich schon gesagt habe. Ne? Also das ist durchaus möglich, das kommt bloß nicht allzu oft vor am Anfang. Aber es wird passieren, früher oder später. So, wir bauen derweil jetzt allerdings jetzt hier nochmal unsere Insel noch ein bisschen mehr aus, denn wir brauchen noch mehr Arbeitskräfte, um all den Kram, den wir haben wollen, zu realisieren. So, wunderbar. Und ja, ich glaube, oh nein, was war denn das hier? Ja, machen noch das und das jetzt hier rein. Weil das ist ja alles so schick jetzt hier in dieser näheren Umgebung. Auch hier mache ich nochmal diesen Weg hin. Dann hat nämlich jetzt hier der Marktplatz hier mehr Zugriff. Das Bordell hat hier mehr Zugriff. Sehr gut. Und jetzt warten wir im Grunde eigentlich nur darauf, dass ich jetzt hier genügend Ziegel habe, wenn ihr mich fraget. So. Auf unserer Hauptinsel könnten wir übrigens auch theoretisch gerade eben weitermachen. Ich weiß bloß gerade eben ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig. Mit was? Das ist so die Situation gerade eben. Ach so, ja doch. Ich könnte das Lagerhaus bauen. Das Dumme ist bloß, also das Lagerhaus erhöht die Lagerkapazität. Jedes Lagerhaus erhöht die Lagerkapazität von unseren Sachen hier um plus 5. Brauchen wir aber gerade eben noch nicht. Die Reparaturstation repariert übrigens alle erdenklichen Gebäude hier in diesem Einzugsbereich. Das ist dann vor allem nützlich, wenn wir halt Sabotage kassiert haben. Aber auch wenn Gebäude angegriffen worden sind. Das geht nicht instant, sondern die regenerieren halt langsam hoch. Kann ich noch irgendetwas machen? Oh, warte mal. Ich hatte doch auch hier eine Kapitäns-Option. Ja, hier. Ausgezeichnet. So, also wir können jetzt hier den Wicht verbinden. Und ab jetzt hat sich hier meine Schiffskapazität, wie ihr sehen könnt, um 1 erhöht. Okay, 1. Es ist keine besonders große Insel, so wie es aussieht. Aber egal, Hauptsache der Laden läuft trotz allem. Wir werten derweil nochmal weitere Gebäude auf, sofern möglich. Ja, genau. Wunderbar. Okay, die kann ich leider nicht alle aufwerten. Aber jetzt können wir hergehen beim Bauen und den hier noch machen. So, weil jetzt sorgen wir dafür, dass wir halt wirklich viele Ziegel gleichzeitig produzieren. Sobald jetzt halt hier die Leute hier in Lohn und Brot gegangen sind. Na, noch haben sie, wie ihr sehen könnt, keine Materialien bekommen, aber das durfte nicht mehr so lange dauern, weil wir machen halt recht viel von dem Zeug jetzt hier gerade eben. Und solange das jetzt hier quasi im Verhältnis 2 zu 1 bleibt, ist das alles total super. Ich mache auch gerade eben schon ganz, ganz gut Plus hier. Das ist auch sehr nice. Und wir gucken jetzt, dass wir dann die Taverne hinbekommen. Die Taverne ist relativ teuer, aber auch die ist, wie ihr sehen könnt, eine wünschenswerte Sache. Wobei man dazu sagen muss, dass es nicht so viel bringt. Aber es bringt etwas. Wir leben damit. Wie groß ist denn das Ding hier? Ja, das ist so ein 4x4 Gebäude. Das passt ja nirgendwo so richtig geil rein. Es muss irgendwie dann hier hin. Ich sehe es kommen, ich werde die Dinge abreißen müssen. Na gut, also wir haben... Warte mal, wie viel brauchen wir dafür? Oh, wir können es bauen. Ja, komm, wir machen das jetzt hier direkt schon mal hin. Also, ja, was soll ich sagen? Ne? Ich mache den ganzen Scheiß jetzt hier ganz, ganz kurz mal weg. Mache jetzt hier diese Taverne hin. Die Taverne kommt hier hin. Und dann gleichen wir jetzt halt einfach hier unsere
fragwürdige Entscheidung wieder aus. Was soll ich denn machen? Vielleicht kann ich hier später noch was reinbauen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall fangen die jetzt hier an, sich total darüber zu freuen. Und wir machen dadurch früher oder später nochmal ein bisschen mehr Geld. Und jetzt werden wir anfangen, darauf zu sparen, Fleisch zu bekommen. Oh, warte mal. Und Kleidung könnten wir eigentlich auch. Baumwollplantage. Wir gehen gerade eben nochmal auf unsere Hauptinsel. Wie viel Baumwolle machen wir denn hier auf unserer Hauptinsel? Lass mich raten, nicht nennenswert. Ja, wobei, doch, wir machen hier ein bisschen was. Also, sag mir mal, wie viel Baumwolle ich auf Lager habe. Cool. Gar keine. Weil ich alles direkt verbrauche. Also, ich muss noch mehr Baumwolle jetzt hier anbauen. Da komme ich nicht umhin. Lasst uns das tatsächlich einfach mal hier in den Start bringen. Ja, wir bringen das hier an den Start. So, Nummer 1. Dann machen wir... Ich guck mal, geht das hier so? Fast. Okay, ich mache das auf diese Art und Weise. Da gehen jetzt hier erstmal wieder normale Hilfsarbeiter rein. Wie viel produzierst du eigentlich? Du machst... Das kann ich aber den anderen sehen. Moment. 30 Sekunden. Okay, wenn ich jetzt hier einen Ausstatter mache, der Ausstatter ist wieder teurer, der kostet uns jetzt hier wieder Ziegel. Aber diese Ziegel sollten eigentlich demnächst jetzt hier schnell da sein. Denn wir haben im Grunde 4 Ziegeleien jetzt, Leute. Das ist schon ordentlich. So, okay. Wie viele haben wir? Jetzt sind es schon 5. Die sind alle voll, wie ihr sehen könnt. Ne? Da geht nichts mehr rein. Ich erhöhe mal gerade eben bei diesem Segelmacher jetzt hier mal das Lager. Dass die hier noch mehr Baumaterialien einlagern können. Also die lagern dann halt noch mehr Baumwolle ein. Was ist eigentlich das hier? Baumateriallager, Gebäudelager aufhören. Das heißt, dann können die... Ich weiß nicht, was es bringen soll. Ich lasse es mal gerade eben. So, 7. 7 Ziegel sind am Start. 8. Da sehen wir gleich mal, dass wir dann, sobald wir 10 haben, bauen wir dann quasi einen. Es ist übrigens ganz, ganz cool. Ich kann den bauen, wo ich will. Ne? Also ich kann den auf beiden Inseln bauen. Das ist völlig egal. Das funktioniert gleichermaßen. Der wird sowieso jetzt hier von dem Depot hier direkt nebenan versorgt. Und das Depot, wie gesagt, alle Depots in diesem Spiel hier sind verbunden. Ich bin jetzt mal vorsichtig und mache nochmal eins hin. Ich möchte nicht, dass dumme Dinge passieren. So, wie viel fehlen noch? Oh, da fehlen noch einige. Okay, dann machen wir hier auch nochmal welche hin. So, das hier sind jetzt genug. Ich weiß noch gar nicht, wie viele der da an Zeit jetzt hier verbrät. 1 Minute. Okay, der verbraucht gar nicht so viel. Es macht also durchaus Sinn, nochmal einen zu setzen. Zumindest sobald es geht, ne? Also die produzieren doppelt so schnell wie er hier. Und deswegen macht es durchaus Sinn, nochmal einen zweiten zu bauen. Also jedes von diesen Baumwollfeldern kann 2 Ausstatter hier versorgen. Und dem Segelheinz... Warte mal, wo war nochmal der... Das war die Sägemühle und nicht der Segelmacher. Der Segelmacher... Da haben wir eine 1:1 Betreuung. Okay. Gut. Und egal, wie rum wir es machen, ne, also es ist sowieso ideal, weil auf beiden Inseln kommen dann halt letzten Endes jetzt hier diese ganzen Ressourcen den Leuten zugute. Übrigens, denen fehlt hier sogar noch die Taverne. Was übrigens auch der Fall ist, was ich noch nicht erwähnt habe, wenn die Pops aufsteigen, also zum Beispiel die Schmiede, hatte ich den Eindruck, ihr seht übrigens, hier passiert gerade schon was, hatte ich den Eindruck, dass sie dann die grundlegenden Ressourcen nicht mehr brauchen. Also die interessieren sie dann irgendwann nicht mehr für Fisch und auch nicht mehr für Seile und so weiter und so fort. Das rückt dann irgendwie so eins hoch. Aber wir werden es ja dann im Detail noch sehen. Baumwolle, nee. Ich brauche auch noch mehr Holzstämme. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mit dem Holz mache. Wir machen hier plus 50% Holz.
sind wir schon wieder 9. Wie gesagt, ich warte jetzt darauf, dass ich ja die 10 habe und dann kann ich die Insel wieder wechseln. Es ist einfach nur wichtig, dass ich jetzt hier die Ausstatterversorgung so schnell wie möglich jetzt hier in den Start bringe. Komm schon, macht mir nochmal einen Ziegel. Das kann ja wohl nicht so lange dauern. Naja, kann es. So, wir haben es geschafft. Der ist erledigt und diese Insel hier hat genügend Leute. So, wir wechseln. Gehen hier wieder runter. Zum Glück haben wir gerade ihn noch nicht angegriffen. Niemand interessiert sich für uns. Oh! Die fordern was. Okay, was wollen sie denn? Mark my words. Your time on these islands is short. I may as well make use of you. Die verlangen Geld. Die sind sehr mächtig, die sollte man nicht unterschätzen. Nee, ich mach das nicht. ich gehe jetzt hier wirklich auf Pirate All In, Freunde. Ich werde mich tendenziell eher versuchen, mit den anderen Piraten versuchen anzufreunden. Vielleicht ist das ja eine ganz schreckliche Idee, die mich am Ende das Spiel kostet, aber dann seid ihr wenigstens ganz gut unterhalten. So. Wir machen gerade eben... Ich hätte mir das sowieso nicht leisten können, wie ich gerade sehe. Schmerzhaft. Naja, egal. Auch hier seht ihr, ne, die sind jetzt hier auch genauso versorgt. Als nächstes will ich jetzt hier das Fleisch organisieren. Und übrigens, ich verstehe es nicht ganz, aber diese Leute hier, diese Lohnarbeiter, die stehen aus irgendeinem Grund auf Gefängnisse. Und sie mögen Seile. Ich weiß ja nicht, ne? So, spinnt ihr hier eure Gedanken selbst zusammen? wir sorgen jetzt hier dafür, dass hier im Landesinneren jetzt hier erstmal, dass jetzt hier mehr, also überhaupt die Schweinereien jetzt hier mal passieren. Wo wir gerade bei Schweinereien sind. Ich baue jetzt hier nochmal, nicht kein Lagerhaus, ein Depot. Genau, das Depot kommt dahin. Und ich will dann danach... das ist das falsche Gebäude, Moment. Das hier brauche ich halt, wie ihr seht, gehört noch sehr viel mehr Ziegel. Aber ich glaube, ich mache lieber nochmal ein weiteres Wildschwein-Jagdlager jetzt gleich hier hin. Und werde dann hier die Metzgerei woanders bauen. Im Grunde ist es ja egal, wo. Ich erhöhe auf jeden Fall jetzt hier gerade eben nochmal ein paar Gebäude. Zumindest wenn ich das darf. So, wunderbar. Hier geht's nicht. Was fehlt da? Ach so, der ist nicht ganz am Marktplatz dran. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Ja, der Marktplatz hier hat so seine Grenzen, wie wir es hier gerade eben sehen. Na gut, aber das macht nichts. So, wir machen also, wie gesagt, jetzt hier den Schweineheini jetzt hier noch hin. 97%? Wie ätzend ist das denn? Das ist nicht so gut. Ja, die Straße ist halt im Weg, ne? Dagegen kann ich nichts machen. Also gut, 97% müssen halt reichen. Und dann sehen wir zu, dass wir jetzt hier... Ich glaube... Oh Gott, wir machen ja gar kein Geld. Wir sind gerade eben etwas knapp bei Kasse. Das heißt also, ich muss etwas dagegen tun. Wir segeln jetzt hier mal gerade eben mal da hoch. Vielleicht kann ich ja hier nochmal irgendwas looten. Und vielleicht auch irgendetwas plündern, weil wir sind ja schließlich Piraten. Ne? Oh, wir haben wieder Handelsangebote. Es ist schon wieder fehlgeschlagen. Ich fasse es einfach nicht. Ich übersehe es am laufenden Band. Die wollen nichts von mir. Die wollen auch nichts von mir. Ich kann mich auch zum Beispiel entscheiden, mich mit einem dieser Piraten anzulegen und mit dem anderen nicht. Wenn ich einen Piraten zerstöre oder angreife, dann freuen sich total diese Fraktionen. Jede dieser Fraktionen hasst einen Piraten insbesondere. Und dann bekomme ich da mehr Standing. So. Aber unabhängig davon sammeln wir jetzt erstmal ganz, ganz kurz hier die Mats ein. So, 7 von 10.
So. Das hier ist zum Beispiel ein solches Schiff. Das ist ein freier Händler. Das hier ist ein Piratenschiff von Los Gueros. Das ist die Piratendame hier. Das sind die Henkersleute und das sind die Jäger der Karibik. Ich glaube, ich überfalle jetzt mal einen von denen. Oh, wer bist denn du? Henkersleute? Komm, nee, wir greifen die Henkersleute an. Da mache ich jetzt sogar nicht mal irgendwelche Aktionen hier. Bitte lootet. So, ihr seht, hier haben wir auch spanisches Gold jetzt hier eingesammelt. Das sind jetzt hier besondere Ressourcen. Hier zum Beispiel Kuriositäten, spanisches Gold. Das sind besondere Handelswaren, die durchaus interessant sind. Das ist wieder ein freier Händler. Eine Karacke, das ist ein relativ großes Schiff. Das ist nicht ungefährlich. Und das hier ist eine Catch. So, egal. Wir segeln jetzt hier erstmal gerade eben wieder zurück. Und wir schauen jetzt kurz in Diplomatie an, wie sich das jetzt hier ausgewirkt hat. Na, der fand das jetzt gar nicht geil. Überhaupt nicht. Währenddessen, ihr seht, das königliche Handelskompanie-Gedöns von Barcelona, das fand das schon sehr, sehr nice, dass ich jetzt hier mich gegen diese Piraten gestellt habe. Also so könnt ihr dann quasi so ein, ja, so ein Standing-Ping-Pong spielen. So, hier fehlt immer noch was. Ich glaube, ich werde es auf jeden Fall hier reinbauen, die Metzgerei. Wie gesagt, im Grunde ist es egal. Und hier habe ich halt auch die entsprechenden Lohnarbeiter. So, ihr segelt jetzt erstmal da runter. Wunderbar, wunderbar. Und jetzt muss ich dieses Schiff jetzt hier gleich ein bisschen reparieren. So. Unterm Strich hat es auf jeden Fall geholfen, dass wir das getan haben. Jetzt wird hier gemetzgert, Freunde. Was ich bloß noch nicht weiß, ist, in welchem Verhältnis das jetzt hier gleich stattfindet. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Ne? Also wie viele Metzgereien ich jetzt im Vergleich zu meinen Jagdlagern brauche. Aber das finden wir gleich alles noch raus. So, wir farmen jetzt hier gleich noch mehr von diesen Dudes hier ab. Ich glaube, ich habe mich entschieden, dass ich die Henkersleute nicht mag. Oh, wer ist denn das? Oh, hier sind ganz reguläre Piraten. Das sind unabhängige Piraten. Die darf ich so angreifen. Die gehören zu keiner Fraktion. Die greifen mich auch von alleine an. Also die sind genauso unabhängig wie ich. Ups. Feuer frei. Mal gucken, wie viel Damage wir jetzt hier in kürzester Zeit machen können. Schorweng. Ihr seht, das hat Ansehen bei allen Fraktionen im Grunde jetzt hier gebracht, dass ich mich um die jetzt hier gerade eben gekümmert habe. Naja, nicht bei allen, aber bei vielen. Also die fanden das jetzt hier richtig nice. Die jetzt hier nicht so, aber auch der hier fand das, glaube ich, ganz, ganz cool. Also ich kann auch jetzt hier wirklich, wenn ich das möchte, auf Piratenjagd gehen. Aber ich sehe gerade eben hier keine weiteren. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass uns jetzt nicht alles um die Ohren fliegt. So, ihr braucht also eine Minute. Wie lange braucht ihr? 40 Sekunden. Okay, das heißt also, oh Gott, zwei von denen können drei von den anderen versorgen. Das merken wir uns mal geistig. Also zwei Jagdlager versorgen drei Metzgereien. Okay. Oh, wir wurden übrigens sabotiert. Ach du Kacke. Ja, das ist nicht so schön. Wir werden also jetzt hier versuchen müssen, hier Sachen zu reparieren. Ihr seht, es kostet uns halt jedes Mal ein bisschen Holz. Oder wir bauen halt ein entsprechendes Gebäude, das diese Reparaturen von alleine durchführt. Aber diese Sabotagen sind hier schon wirklich hart, wie ihr sehen könnt. Also wenn man da nicht drauf achtet, dann kann einem hier ganz, ganz schnell was um die Ohren fliegen.
Aber mit irgendeiner Fraktion stehst du auf jeden Fall doof da, ne? Es sei denn, du bist die ganze Zeit dabei, diese neutralen Piraten hier zu attackieren. Okay, Leute. Ich glaube, wir greifen die auch an. Ich guck mal. Ja, der Plan soll es sein, die jetzt hier anzugreifen. Ich habe die Eisenmine freigeschaltet. Nice. Sehr schön. Oh, den Holzkohleofen. Das Problem ist, wir brauchen halt erstmal Eisenvorkommen. Wir haben gerade eben kein Eisenvorkommen. Das müssen wir uns also erstmal irgendwie organisieren. Zugriff dazu bekommen und so. Hochofen, Stahlwerke, ihr seht's, ne? Und Kanonenwerkstätte, um dann bessere Schiffe zu machen. Schiffsstreiche ist dann möglich. Fettmacher, Kerzenmacher. Wir stehen aber trotzdem noch in gewisser Weise jetzt hier am Anfang. So, wir jagen jetzt hier diese anderen Piraten. Weil das ist hier momentan für mich der günstigste Gegner. So, speede da mal hoch, Freunde. Deswegen können wir die Geschwindigkeit erhöhen. Feuer frei. Lol, ich hab... Hör doch auf! Hä, warum... Irgendwas ist hier gerade eben ganz dumm gelaufen. Die haben gerade eben irgendwie... Okay, die schießen random. Ich weiß nicht, warum sie random schießen. Jetzt. Irgendetwas war gerade in der Steuerung weird, was ich noch nie erlebt hatte. Oder ich war einfach nur unfähig, was auch sein kann. So, wir haben hier wieder geplündert. Oh, da kommt wieder einer. Aber wir müssen erstmal reparieren gehen. So, da la. Das ist der zweite und wir werden danach nochmal einen bauen können. Und das macht auch absolut Sinn, ne? Weil dann haben wir irgendwann mal genügend Fleisch für alle Leute. Den hier könnte man jetzt auch noch upgraden. Aber ihr seht, ich brauche halt wahnsinnig viele normale Arbeiter hier. Kann ich bei den Arbeitern noch irgendetwas machen? Nee, die haben schon alles hier. Also diese Insel hier, die schreit halt gerade so danach, wir sind ein Slum. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ja, hier sind die Mittel beschränkt. Ich habe keine Ahnung, was ich mir hierbei gedacht habe. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Moment, wir werden das jetzt hier mal abreißen, um den Weg hier noch weiter zu ziehen. Jetzt gucke ich mal gerade eben. Ja, hier endet jetzt hier mein Glück. Es sei denn, ich kann das noch machen. Ja, der hier wurde hier gerade eben auch noch erreicht, aber ihr seht ja, ne? Mein Einzugsgebiet hat Grenzen. So. Die kommen hier gar nicht ran. Ungünstig. Egal. Also, es ist ja nicht so, dass da gar keiner einzieht. Das heißt bloß, dass jetzt halt nicht so viele Leute einziehen. So, da kommen wieder ein paar Piraten. Wir werden auch diese jetzt hier abfangen. Was sind das für welche? Ja, wieder so kleine Neutrale. Das ist cool. Die stören mich persönlich nicht. Außer, dass ich sie wegmachen will. More meat, please. Jetzt haben wir auf jeden Fall genügend Fleisch für die nächsten, keine Ahnung, Folgen jetzt hier auf jeden Fall schon mal auf der hohen Kante. So, ihr segelt hier weiter. Noch mehr einsammeln. Und da sind sie auch schon. Jetzt versuche ich sie abzufangen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade eben gar nicht, wo die segeln. Vor allem, wohin die segeln. Okay, wir haben ihn gestellt. Und der andere haut einfach ab. Der lässt seinen Kumpel einfach jetzt hier drauf gehen. Na komm, den verfolgen wir jetzt aber auch noch. So.
Also, ich kann natürlich auch noch mehr Marktplätze bauen. Das wird dann wahrscheinlich hier jetzt gleich stattfinden müssen. Infrastruktur. Ja, ich mache jetzt hier mal eine Infrastruktur dahin. Machen wir schon mal hier eine direkte Verbindung. Dann machen wir jetzt hier noch einen Marktplatz, den ich hier haben will. Ich bin bloß am Überlegen, wie ich das jetzt hier am besten mache. Moment, Moment, Moment. Ich habe eine Idee. Komm, wir planen einfach schon mal. Ja, wir planen einfach schon mal. Mörp denkt, Gott lenkt oder so, ey. Warum habe ich den jetzt auch noch gelöscht? Nein. Okay, das war doof. Ich habe hier noch übrigens auch noch keine Taverne. Man kann auch hier nochmal ein Bordell hinsetzen. Aber es würde mehr Sinn machen, das Bordell irgendwo hier zu haben. Also gucken wir jetzt erstmal, dass wir hier diese Verbindung jetzt hier setzen. So, auch hier nochmal eine Straße hin. Dann machen wir, wie gesagt, jetzt hier den Marktplatz, so dass die Marktplatzverbindung hier 1, 2, 3, 4. Ich würde tatsächlich den Marktplatz jetzt hier hinsetzen. Ich hoffe, es war keine dumme Idee. Wir werden sehen, ob es eine dumme Idee war. Wahrscheinlich war es eine dumme Idee. Wenn nicht, dann halt nicht. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Situation für die jetzt hier verbessert. Zack, zack. Zack, zack. Sehr schön. Ja, hier kann ich später auch noch irgendwas hinsetzen, was momentan noch nicht sinnvoll ist. Yes. Oh, ich hab's gut geplant. Ich hab's zumindest ausreichend geplant. Wir können jetzt hier also ohne Probleme unsere Stadt erweitern. Ich liebe alles daran. Oh, warte mal, wir werden wir kämpfen gerade. Wir haben den Typen eingeholt. So, ich bin übrigens echt der King darin, hier diese Aufgaben nicht zu machen. Aber wie gesagt, ich will es auch gerade eben gar nicht. Also, ihr kehrt jetzt hier mal zurück, meine lieben Schiffileins, und wir werden dann beim nächsten Mal weitermachen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.